Friends, hier ist euch wieder euer Moverbärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Und Leute, ich habe schon in Facebook geschrieben. Ich weiß nicht, wer auf Facebook alles followt. Auf jeden Fall, ich sage es jetzt hier nochmal im Video. Leute, schaut mal hier bitte in die... auf den Server... oh, verdammt, das war das Falsche. Entschuldigung. Auf Escape. Hier unten, Arc Server Name, Mofa and Friends. Powered by Zap Hosting. Warum Zap Hosting? Zap Hosting hat uns einen 40-Slot-Server zur Verfügung gestellt für mich und die ganze Community. Und da muss ich natürlich erstmal sagen, ein ganz, ganz riesen dickes Danke an Zap Hosting, dass die sich auf jeden Fall bereit erklärt haben, eben das zu übernehmen. Finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Wer auch gerne einen Arc Server haben möchte, einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da werde ich natürlich auch Zap Hosting verlinken. Ja? Und Leute, nicht nur weil ich jetzt bei Zap hier den Server gesponsert bekommen habe. Aber Leute, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert zum Einrichten. Ich habe durch die ganzen Updates von Arc jetzt, und dann gab es ja natürlich dann auch immer neue Server-Configs. Da habe ich natürlich gleich eine zerlegt und schlauerweise, so schlau wie ich war, habe ich natürlich keine Backup-Datei gemacht. Und ich muss sagen, Zap Hosting hat das Ticket beantwortet in 6 Minuten, Leute. Also, da bin ich anderes gewohnt oder bin ich andere oder habe ich anderes gekannt. Bei der Konkurrenz, da hat es gern mal 12 Stunden gedauert teilweise. Okay, nichtsdestotrotz, Leute, soll kein Werbungsvideo werden. Leute, wir sind auf jeden Fall auf dem Server. Die IP-Adresse werde ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, dann könnt ihr auf jeden Fall auf den Server joinen und könnt ein bisschen mit mir datteln. Ja, und dann hoffe ich auf frohes Spielen. Ich werde ja auch immer regelmäßig aufnehmen, aber nichtsdestotrotz, Leute, ich bin jetzt so viel schon wieder rumgerannt, dass wir schon wieder keine Energie haben und wir gehen natürlich, ja, trinken müssen wir noch gar nicht. Ich mache jetzt hier mal, okay, nee, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz holen, Leute. Wir brauchen nämlich 10 Thatch, ein Wood und eine Fipper. Für eine Spitzhacke, glaube ich. Und Leute, sorry, ich hoffe, dass das jetzt das Problem behoben ist, dass jetzt halt hier meine Savegames nicht gespeichert werden. Deswegen ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, einen eigenen Server zu haben. Da kann man vielleicht ein bisschen rekonstruieren. Okay, Leute, wir haben immer noch nicht genug Items. Uns fehlt nämlich nur noch ein Stein. Wundervoll. Okay, den werden wir natürlich holen, wenn schon hier so viele liegen. Aber ich glaube, die kann ich hier alle gar nicht aufheben. Und Leute, ich bin ja selbst noch nicht so weit gekommen. Ich glaube, das Ultimum, was ich hatte, das war ja tatsächlich Level 11 vielleicht. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Okay, Leute, wir gehen eine Pickaxe craften. Ne? Viele Leute von euch haben sich ja gewünscht, dass ich wieder ein bisschen Arc spiele. Und viele von euch wollten auch mit Arc spielen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum nicht dein eigener Server? Und Leute, ich bin wirklich, 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 wirklich überglücklich, dass uns Zap diesen zur Verfügung gestellt hat. Das war natürlich, ist mein erstes, ja, ich sag mal, mein erster gesponsorter Gegenstand. Und das finde ich natürlich mega cool. Und auch nochmal ganz herzliches Danke an den Marvin. Daumen hoch für dich. Okay. Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken. Wir müssen eigentlich ein bisschen was freischalten. Und ich gehe jetzt hier mal auf Melee Damage. Und werde mir hier gleich mal, wie immer, meine Axt und mein Speer. Und mehr haben wir noch nicht zur Verfügung. Dann werde ich nämlich auch gleich die Axt wieder craften. Okay, da bräuchte man einen Flint. Den Rest haben wir dafür sogar schon. Und Leute, es sind ja eine ganze Menge neue Dinos reingekommen. Und ich bin ja glücklicherweise im Admin sozusagen auf dem Server. Und da habe ich mir jetzt mal einen T-Rex geholt und den, ja. Oh, nein, 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 nein. Ah, verdammte Kacke, Leute, so eine miese Kacke. Ich habe gedacht, das ist dieses Pflanzenfresserviech. Jetzt ist es natürlich ein Raptor, das ist, okay. Hey, Leute, dann fangen wir halt eben nochmal an. Wir haben zum Glück noch nicht so viel Fortschritt gehabt, aber okay. Wir werden auf jeden Fall erstmal wieder 10 Thatch holen. Es gibt eine ganze Menge Dinos und genau, wo war ich stehen geblieben? Dass wir uns auf jeden Fall, oder dass ich mir einen T-Rex geholt habe und natürlich getamed habe. Leute, und das ist natürlich mega geil, mit so einem T-Rex in der Gegend rumzureiten, denn der macht nämlich alles platt, was hier rumsteht. Komm schon, ein Thatch, wundervoll. Okay, und ein Stein. Und dann sollten wir wieder die Spitzhacke machen können. Jetzt bräuchten wir... Hey, Dodo. Wollen wir... Ach, der ist Mate-boosted wieder. Wo sind seine Mates? Hier hinten steht noch einer. Leute, wir brauchen ein bisschen mehr von diesem Thatch. Wir wollen ja immerhin noch eine Axt bauen. Aber da brauchen wir Flint dazu. Und ein Steinchen wahrscheinlich auch.
Leute, wir sind ja mittlerweile schon bei der Version 1.77, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Okay, ein Flint, das sollte eigentlich schon reichen für die Axt, denke ich mal. Wundervoll! Leute, ich werde hier natürlich ohne Cheats und allen spielen. Also ich habe die Adminrechte jetzt nur gebraucht, um den Server ein bisschen sauber zu halten. Falls hier jemand kommt und stänkern möchte, dann gibt es hier gleich Kick. Ich glaube, man kann gar nicht kicken, ich weiß es nicht. Okay, nichtsdestotrotz, Leute, wir gehen natürlich weiter und wir bräuchten jetzt eigentlich... was können wir denn noch machen? Den Speer. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen Fleisch besorgen. Da brauchen wir 8 Wood, 2 Flint und 12 mal Fipper. Okay, ey, voilà. Leute, das sollte schon mehr als genug sein. Jetzt so ein, habe ich gedacht, war das vorhin. Und dann war das auf einmal wie nennt das sich nochmal? Raptor. Und Leute, ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist, auf einen frischen Surfer zu spielen, wo alle Rohstoffe noch in Massen vorhanden sind. Das ist der Hammer. Und so viele Dinos. Wundervoll. Okay, was habe ich jetzt noch gesagt? Wir brauchen jetzt... Flint brauchen wir noch 2 Stück. Die hacken wir natürlich wieder mit der Hacke ab. Und Leute, ich habe schon Sachen gesehen hier, was man auf jeden Fall früher oder später noch craften kann. Zum Beispiel eine Klimaanlage oder einen Kühlschrank und lauter so Sachen habe ich schon hier ausprobiert. Und das finde ich schon mega cool, was die hier... Also ich denke, langweilig wird das Game auf jeden Fall auf die Dauer nicht werden. Wir brauchen einen Spare. Können wir noch eine machen? Wir machen gleich 2 Stück, Leute. Dann gehen wir nämlich gleich ein bisschen Essen besorgen. Und bekanntlicherweise gehen die ja relativ schnell kaputt. Okay, und dann ziehen wir die uns erstmal ins Inventar. Und ihr merkt schon, ich habe mein Inventar immer gleich hier angeordnet. Das ist aber auch wichtig, falls ich mal im Gefecht bin, dann weiß ich nämlich automatisch gleich, hey, welche Taste welche ist. Hier hinten wird gekämpft. Oh, da fällt bestimmt ein bisschen Fleisch für mich ab. Leute, besser kannst du den gar nicht treffen. Der Wams sieht gleich beide hier. Oh, shit, Leute. Wow, Leute, das ist ein Raptor. Nein, ich habe schon... Lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Oh, scheiße, Megalodon. Oh, shit. Geh weg. Okay, Leute, im Wasser bin ich sicher. Allerdings... Wow, 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 wow. Oh, shit. Oh, Minecraft. Leute, was ist denn hier los? Leute, ich gehe jetzt auf eine andere Zone. Das reicht mir langsam hier. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder anfangen muss. North Zone, Random Spawn. Okay. Leute, warum gibt es denn hier so viele Raptoren? Okay, wir fangen nochmal an, Leute. Es tut mir, wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, aber wie gesagt, es soll jetzt halt hier jetzt nicht mal unbedingt die erste Folge werden, sondern nur mal so eine neue, freudige Botschaft, dass wir denn überhaupt jetzt einen Server haben. Leute, sonst bekomme ich immer nur Thatch und jetzt bekomme ich sogar ganz viel Wood sogar. Ein Stein. Der kommt mir... Oh, Leute, ich habe doch hier mein Quick-Slot-Inventar. Okay, sehr schön. Und jetzt bräuchten wir noch mehr Thatch. Noch... Wo? Jetzt dachte ich schon, aus dem Baumstamm ist ein Stein geworden. Ne, Leute, wir brauchen mehr Thatch. Wir brauchen... Für die Axt brauchen wir noch Flint. Und wir brauchen Fipper zweimal. 12-mal, glaube ich so. Ne, 12-mal war für die... Okay, wir sind auf jeden Fall schon wieder ein Level aufgestiegen, Leute. Okay, wir haben Fipper. Wir haben noch mehr Fipper. Wundervoll, Leute, wundervoll. Reicht schon für die Axt? Ja, sehr schön. Okay, dann bräuchten wir jetzt halt 8 Holz, 12 Fipper und 2 Flint für den Speer, glaube ich. Leute, so langsam kenne ich es auswendig. Ich habe hier schon oft genug angefangen. Okay, der sollte auf jeden Fall... Ne, wir brauchen ein bisschen mehr. 2 Speere wären mir lieber wie einer. Um ehrlich zu sein, wären mir sogar 3 lieber. Denn wir müssen uns erstmal ein bisschen um unsere Nahrung wieder kümmern. Wir erinnern uns an mein letztes Video, wo ich hier so knapp den Hungertod entkommen bin.
Okay, wir brauchen mehr Flint. Und wir brauchen mehr Fipper. Leute, ich habe auch meinen ersten Dino getamed. Also jetzt hier nicht mit Cheats oder so, sondern ich habe ihn tatsächlich getamed. Allerdings, es war im Livestream sogar. Allerdings wurde er mir gleich tot gemacht und sein Name war Trompete. Und das war so ein Spuckgerät. Okay, Leute, wir brauchen ein bisschen... Kann ich hier von diesen Dingern looten? Nee, das geht nicht. Dann brauchen wir ein paar Bushis. Wir brauchen Fipper. Wir brauchen viel mehr. Ich glaube, wir brauchen mindestens 22. Blödsinn, 24. Wir brauchen 12 Mal pro Speer. Aber ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon im Moment haben. Stimberry, nein, ich brauche Fibber. Okay, Leute, ich schaue mal kurz ins Inventar. Oh, wir haben ja schon mehr als genug, Leute. Da können wir sogar vielleicht echt schon 3 machen. Sehr schön, das machen wir auch. Leute, und dann gehen wir natürlich, wie ich gesagt habe, erstmal auf Nahrungssuche. Da haben wir schon den ersten, das ist ein Dodo. Der bringt jetzt zwar nicht ultimativ viel Fleisch, aber der Fleisch, das Fleisch bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Power oder ein bisschen mehr Hunger, wie hier diese Bärchen so fressen. Okay, wir haben ihn gekillt. Nein! Scheiße, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Haut. Leute, war das mit der Axt? Also ich kann mir das auch nie merken. Hier hinten hätten wir noch so einen Dinosaurier. Leute, was macht ein T-Rex hier? Leute, ich habe den T-Rex ja noch nie in live gesehen. Also das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, das war gestern, als ich hier ein bisschen getestet habe auf dem Server. Und da bin ich ihn geritten. Komm her. Okay, jetzt probieren wir es mal mit der Axt. Leute, ich kriege ja nur Haut. Was denn hier los ist? Hier ist dieses Spuckding. Leute, die sind mate-boosted wieder. Legen die sich jetzt mit dieser Schilde hier an? Jetzt wollte ich natürlich die Schildkröte haben. Meint ihr, die bekomme ich so? Die folgt mir doch dann. Oh Leute, ich glaube, die ist ein bisschen stärker geworden. Ich lock die jetzt erstmal ein bisschen weg von diesen Spuckviehern. Nein, hier hinten ist auch noch der T-Rex, Leute. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Leute, wir suchen das weiter. Leute, das ist kein einfacher Start in diese Folge. Nein, er frisst mein Essen! Arme Schildi. Leute, was soll ich denn jetzt essen? Was spricht denn der Tacho? Wir haben 20 Uhr. Leute, ich müsste mich... Leute, ich muss hier weg, bevor der mit der Schildkröte hier fertig ist und mich danach verspeisen will. Ja, was esse ich denn jetzt, Leute? Ich habe ein Steak, glaube ich, und eine ganze Menge Haut zwar, aber das reicht mir auf Dauer nicht. Oh, scheiße, Leute, der verfolgt uns tatsächlich. Ach du Kacke, Leute, ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen schneller wie der. Es kommt aber auch gerade kein Sound, dass er mich verfolgt. Nein, meine Energie ist gleich zu Ende. Oh, shit. Leute, nein! Atme durch, Moment! Oh, shit, Leute, er ist weg, er ist weg. Oh, Minecraft. Leute, warum ist denn das hier so schwer? Hier hinten ist er. Okay, Leute, ich habe ein Steak, das reicht mir vorerst mal, hätte ich mal gesagt. Also, bevor ich mich auf die weitere Nahrungssuche mache. Was ist denn das? Ein Fischding? Oh, yes! Nein! Wie kann denn von einem Fisch mein Speer zerbrechen oder kaputt gehen? Okay, Leute, es wird dunkel. Ich glaube, ich werde... Oh, Leute, ich habe auch gar nicht bedacht. Ich war ja sonst immer auf den Multiplayer-Surfern. Und da waren immer natürlich massenweise Lagerfeuer rumgestanden. Die habe ich jetzt natürlich... Natürlich nicht, Leute. Ist der... Wow, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Lass mich in Ruhe! Oh, shit, Leute, ich kann nichts sehen. Oh, jetzt dachte ich, das ist ein... Nein, lass mich nur in Ruhe! Ah, verdammt, Leute! Ich krieg's in der Folge nicht gebacken, glaube ich. Es ist nicht einfach. Ah!
What? Nein, Leute, ich kann nichts machen. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Leute, ich renne jetzt trotzdem wieder weg. Wo ist denn dieser Komiker hier? Leute, ich habe jetzt natürlich wieder kein Fleisch. Hier hinten haben wir so ein weißes Licht. Ich war noch nie bei einem Dorten. Ich bild mir ein, die... Was ist denn das? Ach, das ist ein Stein. Ich bild mir ein, die kann man erst ab einem bestimmten Level erreichen. Okay, Leute, ich muss jetzt nochmal auf die Schnelle probieren. Komm schon, Tetsch, 10, bitte. Ich habe ja auch heute tatsächlich ein Mega-Glück. Und wir sind schon wieder fast tot, Leute. Erschöpft sind wir. Okay, nee, ich werde jetzt ein bisschen craften. Uns fehlt ein Stein. Leute, wir brauchen auf jeden Fall ein Lagerfeuer und wir bräuchten irgendwas zu essen. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn wir nachts jagen gehen. Okay, ich gehe mir jetzt diese Hacke craften. Das muss ich ja nur die 1 drücken. Ach du Kacke, Leute, es wird schon wieder so brutal dunkel. Wir bräuchten wieder ein paar Tetch und ein Flint diesmal. Leute, warum sind wir denn schon wieder so am Ende? Okay, ist ja erstmal egal, erstmal drauf abgeschissen. Leute, ich brauche eine Fackel. Ich kann hier wirklich nichts sehen. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, hey Mofa, warum sagst du mir, du kannst nichts sehen? Aber ihr müsst es so sehen, vor mir stehen hier zwei riesengroße Scheinwerfer. Und wenn man dann so ein bisschen geblendet wird, dann ist es immer relativ schwer, dann selbst was im Dunkeln zu sehen. Am Tag geht es natürlich immer. Hier hinten haben wir schon wieder irgendwas. Was ist denn? Schon wieder eine... Oh, Edit Primitiv Stone. Leute, war das neu? Das war doch noch nie da gestanden, oder? Meint ihr, dahinter komme ich? Ich will es jetzt gar nicht probieren. Hier sind bestimmt die ganzen Haie im Wasser. Leute, ich gehe mich jetzt kurz upgraden. Wir haben das Lagerfeuer. Wir bräuchten jetzt vielleicht erstmal... Die Slingshot wäre natürlich mega ultra. Vom Strand bewege ich mich jetzt erstmal nicht so weit weg. Da werde ich jetzt erstmal bei diesem oder diesem Beutel sein lassen. Wir nehmen erstmal die Foundation. Das ist nämlich die teuerste hier. Also das teuerste an den ganzen Häuschen, aus den Strohhäuschen. Und dann nehmen wir eine Wand. Wundervoll. Okay. Leute, wir bräuchten jetzt ein Lagerfeuer. Was uns aber auch nichts hilft, denn wir haben nämlich kein Essen. Wir bräuchten Tetch und wir bräuchten Stone, 16 Stück. Hier liegt aber eine ganze Menge Stein rum. Oh, wir sind schon wieder aufgestiegen. Wie amazing. Leute, obwohl wir nur gestorben sind, das heißt, bei Ark muss man gar nicht so wirklich viel machen. Das reicht, wenn ihr sterbt. Okay, Leute, das reicht. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich glaube schon. Und was haben wir jetzt noch gesagt, brauchen wir fürs Lagerfeuer? Ey, uns reicht es immer noch nicht. Wir brauchen noch ein Steinchen und Tetch. Ein bisschen Tetch. Aufheben. Leute, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, welche Taste denn das ist. Und warum ist denn bei mir hier alles außenrum so lila? Ist das, weil es ihm kalt ist? Hätte ich ihm vielleicht ein Jäckchen besorgen sollen? Okay, das sollte für ein Lagerfeuer reichen. Okay, wir haben 12 Grad, also in Unterwäsche oder hier in diesem Slipper hier. Wird es mich aber auch ein bisschen frieren, muss ich sagen. Nee, wir können es leider noch nicht machen. Wir könnten aber... Oh, wir können sogar eine Fackel bauen, Leute. Nee, ich hätte gesagt, dass wir uns gleich hier so in der Nähe hier niederlassen werden. Inventory, Campfire. Sehr schön. Okay. Leute, wir bauen das exakt hier hin. Hier haben wir Wald, hier haben wir Wasser, hier haben wir Steinchen. Sollte eigentlich klar gehen. Welche Taste war denn das jetzt? Die Nummer 4? Und dann werden wir das hier hinbauen. Achso, wir bräuchten jetzt noch ein bisschen Holz, um überhaupt das Feuer anmachen zu können. Man könnte zwar das Tetch auch nehmen, aber das Holz brennt natürlich wesentlich länger. Und Leute, weil ich gerade so verschwenderisch bin, lege ich jetzt alles rein. Leute, wo ist mein Lagerfeuer? Ah, hier vorne. Okay, wir legen hier Holz rein und leiten das Ding erstmal ab. Leute, ich wollte schon immer mal testen, kann man sich verbrennen oder geht's nicht? Nee, man kann nicht reinlaufen, sehr schön.
Okay, Leute, wir bräuchten ein bisschen was zu essen. Wo kriege ich denn jetzt was zu essen hier? Das ist wieder dieser Riesenhai. Und wir sind eh schon unterkühlt. Leute, das sollten wir vielleicht nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Temperatur jetzt unbedingt was zu sagen hat. Aber dann gehe ich mir jetzt wenigstens... Was bräuchte ich denn für diese Foundation? Für die Foundation bräuchten wir Thatch. Eine ganze Menge Thatch, Wood und Fipper. Leute, dann will ich jetzt hier auf jeden Fall ein Strohhäuschen bauen. Aber ein ultimatives Strohhäuschen. Wir holen jetzt erstmal eine ganze Menge Wood. Aber Kisten können wir leider noch nicht bauen. Sonst hätte ich das jetzt alles erstmal in Kisten gesteckt. Leute, ich kann gerade nur ahnen, dass ein Bäumchen vor mir ist. Hier ist noch eine. Wundervoll! Wer hat mitgezählt, Leute? Wie viel haben wir denn schon? Okay, wir bräuchten auf jeden Fall noch Fipper. Tetsch, das reicht nicht. Wir brauchen viel, viel mehr, Leute. Leute, wir sind... Wir verlieren Energie, glaube ich, weil wir hungrig sind. Ich könnte mir natürlich Bären sammeln, aber das ist natürlich immer so... Hier vorne ist ein Dino, glaube ich. Aber wir haben noch keine Waffen. Leute, wenn wir jetzt halt eh den Fipper holen... Unsere Knochen sind auch gebrochen. Wenn wir jetzt den Fipper holen, das was wir jetzt nämlich auch machen werden... Wo ist denn mein Feuer hier hinten? Ich weiß jetzt nicht, wo hier... Hier haben wir einen Stein. Fipper... Okay, dann werde ich erstmal, ich denke mal, die Nacht über verbringen, oder die Nacht über meinen Hunger stillen mit Bärchen. Und Leute, ist es tatsächlich so, also ich bin jetzt halt noch kein so Arc Pro, dass man bestimmte Dinos tatsächlich nur mit bestimmten Bärchen füttern sollte oder zähmen sollte. Ich habe immer so alles Mögliche ins Inventar reingeschmissen, sogar habe ich den, diesen, Spuck-Dino hier, ich weiß jetzt gar nicht, Dildo heißt er, oder Dito oder so ähnlich, den habe ich auch einfach mit Bären zwangsgefüttert. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall was essen. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Ich ziehe mir jetzt erstmal die zwei Bärchen hier rein, weil da weiß ich, dass sie genießbar sind. Und die blauen auch. Die blauen waren tasty. Die war hier waren auch tasty und die hier waren auch tasty. Okay. Leute, da wollen wir uns erstmal auf jeden Fall mit Bärchen ein bisschen vollstopfen. Reicht es erstmal für so ein bisschen die Hähnchenkeule so voll zu bekommen? Nee, nicht wirklich. Dann hauen wir uns die auch noch rein. Und tut sich was? Nicht wirklich. Okay, wir hauen uns die auch noch rein. Wir brauchen nämlich ein bisschen HP wieder. Oh Leute, ich kann hier nicht sehen. Es ist hier wirklich brutal. Ich habe einen Stein gesehen. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt hier erstmal craften. Wir gehen eine Foundation. Wie viel können wir dafür bauen? Davon bauen? Zwei Stück. Okay, was fehlt uns da noch? Fipper. Uns fehlt natürlich immer Fipper und Thatch. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Und wenn ich ehrlich bin, das ist so das Nervigste, was man hier so abbauen kann, glaube ich. Thatch und Fipper. Okay, nichtsdestotrotz, wir gehen natürlich dieses Ding hier erstmal aufbauen. Inventory. Und hier haben wir die Foundation, die lege ich hier unten mal hin. Die sind auf der Taste Nummer 6. Und hier haben wir schon schönes, ebenerdiges, ja, Plätzlein, sag ich mal. Ach komm, Leute, wir verlieren immer noch Energie. Unser Hunger ist natürlich nicht gestillt. Ach du Kacke, ich sehe wieder hier einen Schatten von dem Baum. Leute, ich habe Angst, dass ich hier ein Dino oder so über den Weg laufe. Leute, wir brauchen unbedingt was zu essen. Der verbreitet so schnell. Aber ich kann hier auch leider nicht sehen. Aber wie gesagt, gecheatet wird hier nicht. Wo ist ein Büschlein? Ich habe einen Stein. Noch einen Stein. Leute, bei mir ist alles nur schwarz. Noch ein Stein. Ach du Kack. Oh, shit, Leute. Ich bin natürlich wieder gerannt. Ich scheiß Idiot. Ich kann natürlich jetzt hier gar nichts machen. Wir könnten vielleicht probieren, ein Fischlein zu fangen. Aber mit gebrochenen Knochen ist das natürlich immer so eine Geschichte. Sehen wir unter Wasser vielleicht einen Zacken mehr? Vielleicht ein Fischchen? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht. Ja, ein Riesenfischchen, aber den werden wir nicht klein kriegen. Leute, wie spät haben wir es denn?
Wir haben 2 Uhr. Ich denke mal, dass um 5 Uhr in etwa die Sonne aufgehen wird. Das heißt, so lange müssten wir uns noch ein bisschen über Wasser halten. Problem ist halt nur tatsächlich, dass ich hier keinerlei Büschchen sehe. Nichts. Wollen wir uns hier einfach mal am Feuer ein bisschen aufhalten? Ein paar Country-Lieder singen? Nee, wir können uns doch schon wieder upgraden wenigstens. Das machen wir auch jetzt, Leute. Welches Level sind wir denn? Das hätten die immer ruhig dazu schreiben können. Wir sind Level 4. Leute, wir sind nah an unserer Steinschleuder, die uns auf jeden Fall ein paar Wege eröffnen wird. Dann gehen wir die Tür hier lernen, das Dach gehen wir lernen und den Türrahmen und die Tür natürlich. Dann haben wir eigentlich schon ein komplettes Häuschen erlernt. Allerdings haben wir jetzt keine Pünktchen mehr. Sind die tasty? Okay, nee, die sind nicht tasty. Die sind auch nicht tasty. Und Leute, ich weiß nicht, was mit denen hier ist. Can't be eaten. Oh, sie dehydriert. Dehydrieren uns. Leute, ich hätte gesagt, wir lassen es von der ersten Folge. Wir werden eine neue erste Folge aufnehmen. Wie gesagt, das soll jetzt eigentlich nur mal so kurz, so eine Info sein. Damit ihr wisst, dass wir auf jeden Fall einen Surfer jetzt haben. Jeder, wo natürlich auf den Surfer joinen will, kann natürlich gerne drauf joinen. Bitte aber unterlasst hier ab dir die Fragen, ob ihr Admin oder Moderator oder irgendwas werden könnt. Das auf jeden Fall schon vorgesorgt. Deswegen bitte nicht fragen, Leute, denn es ist nämlich... Ja, schon bei Minecraft-Surfer so gewesen. Okay, nichtsdestotrotz, liebe Leute, IP-Adresse unten in der Videobeschreibung. Link zu Subhosting auch unten in der Videobeschreibung. Damit danke ich mir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Liebes Subhosting-Team, danke auch für das Sponsoring für diesen Surfer. Dann war es das auf jeden Fall schon wieder von mir, liebe Leute. Damit danke ich mir fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Euer Moverbirdie. Bye, bye.